Und da sind wir wieder, FTL, weiter geht's. Und nach dem letzten bitteren Ding mit der Red Tail, ne, ohne Pause habe ich gerade echt keinen Bock mehr. Deswegen machen wir heute doch mal einfach unser gewohntes Spielchen. Wir zocken auf normal mit dem Gila Monster, haben eine Smallbow und einen Basic Laser dabei. Der kleine Nachteil, wir haben zwar einen Teleporter von Anfang, ist aber auch nur zwei Flächen groß, ja, kann man mitleben. Drei wäre dann, vier meine ich, wäre Typ B, The Basilisk, aber ich will mal mit Typ A spielen. Wen haben wir denn heute dabei? Nummer 1, ihr habt euch als Mantis gemeldet, hätten wir Trollo 509, aber ich denke mal, du bist entspannt. Band, wenn ich dich einfach Trollo nenne. Dann haben wir Sralos. Welcome on board. Da hätten wir dich. Sralos. Die Nummer 3 ist Leguan. Leguan ist grün. Der Mantis ebenfalls. Das hat er selbst gesagt. Da ist er. Und keine Angst, du bist diesmal dabei. Beim letzten Mal hatte ich dich vergessen. Kolo ist am Start. Zap, bomb. Das ist der Junge, der das ganze Schiff verdammt nochmal in Schuss halten wird. Ohne dich sind wir geliefert. Du bist der Einzige, der hier anständig reparieren kann. Gut, wie sieht das Schiffchen denn aus? Okay, wir starten mit einem Schildpunkt, Triebwerke, alles ganz standardmäßig. Wir haben nur einen Punkt in den Waffen. Der nächste Punkt kostet 60 Scrap. Das ist ein großer Schritt, gerade für den Anfang. Aber dafür haben wir unseren Teleporter. Würde ich nämlich mal sagen, Sralos und Leguan, ihr rennt auf den Teleporter, kümmert euch darum, aber das können wir uns ja gleich angucken. Also, los geht's. Na gut, wo stelle ich euch denn hin? Erstmal Sralos und Leguan, ihr kommt auf den Teleporter, Kolo an die Triebwerke. Wie sieht unser Schiffchen aus? Naja. Für so einen Mantis-Cruiser dauert noch ein bisschen, bis der ordentlich Wumms hat, aber schauen wir mal, wo es hinführt. Naja, erstmal ein ruhiger Beacon zu Beginn. Und ein Asteroidenfeld, nicht das... Was? Wie bitte? Teleporter, Krankenstation, Bomben, Laser, alles? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr. Na, wer will sich denn mit dem anlegen? Wo ist der andere Mantis? Es gibt nur diesen einen. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann sind wir doch mal... komm, der Kampf geht so schnell vorbei. Genau. Das wäre Nummer 1. Ich hau mal ganz kurz eine Small Bomb rein. Und wo geht die hin? Auf die Krankenstation. Hätte ich vorne schon anfeuern sollen. Eine Bombe landet auf dem Sauerstoff. Okay, wird sofort repariert und wir springen ins Cockpit. Und ein Mantis und ein Mensch. Nun gut. Komm, wo ist die Small Bomb? Da kommt sie. Da kommt sie. Trifft die Krankenstation. Weg ist sie. Au, 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 au. Sralos, ihr haltet noch nicht besonders viel aus. Aber den einen kriegst du, oder? Ja, geschafft. Oh, wow, 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 der rennt dir hinterher. Muss ich wieder mein schönes Stoppspielchen machen? Wir haben's geschafft. Long Range Scanners. 20 Scrap und ein bisschen Zeug. Oh, der war glücklich. Hätte böse ins Auge gehen können. Ich glaube nicht, dass die Asteroiden hier so schnell fliegen. Nee. Kriegen wir hin, können wir ganz entspannt einfach mal die beiden Jungs wieder hochheilen. Das wäre geschafft und raus hier. Distress oder freier Beacon? Erstmal den freien. Oh, Trollo ist verletzt. Darf ich nicht vergessen, mich gleich drum zu kümmern? Ein Rebel Ship. Demand the surrender of the goods. Natürlich. Ah, das gleiche Spielchen wie eben. Raketen. Krankenstation, dafür keinen Teleporter. Und sie versuchen abzuhauen. Ah, alles auf einmal.
Small Bump auf die Krankenstation. Und dann springen wir einfach mal wieder fröhlich rüber. Was? Zack, ins Cockpit. Ein Mensch, zwei Menschen. Na, sollten wir schaffen. Müssen wir nur hinkriegen, dass die Raketen uns nicht die wichtigsten Systeme lahmlegen. Da kommt die erste und trifft die Schilde. Kann doch nicht sein. Oh. Na, kriegen... Oh, die Bombe fliegt daneben. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Einen Menschen hätten wir gelegt. Zerstört ihnen das Cockpit. Okay. Ich bleib erstmal da. Jetzt ist die Krankenstation weg. Warte ganz kurz, um sie ihnen ein bisschen zu schaden. Jetzt muss ich mich um meine Wunden kümmern. Fieser Kampf so früh in... hässlich. Geht mal ganz fix reparieren da oben, Mann. So schnell es geht. In der Zeit kann ich die Energie nicht in die Waffen umlegen. Autsch, Cockpit zerschossen, auch bitte. Kolo, los. Kümmere dich erst um das Loch und das Cockpit. Und sobald das geschafft wäre, und da springen sie weg. Hässlicher Kampf. Es hat uns nichts gebracht. Ah, bitter. Bitter, bitter, bitter. Na, dann ist das wohl das Ding, womit ich heute klarkommen muss. Ein schwerer Einstieg. Und Mantis, die nicht reparieren können. Das dauert ja ewig. Na, schon lange nicht mehr gemacht. Okay, Trollo ist fit. Die anderen beiden wieder zurück an eure Position. Na denn. Gerade so um die beiden gestörten Beacons da oben rumgekommen. Send your Engie to calm down the infected. Machen wir, kriegen nicht viel zurück, aber naja, wenigstens etwas. Ein Asteroidenfeld. Das bringt das eigentlich jede... Ich vergesse immer so Sachen. Bringt das irgendwas außer Schaden? Ich probiere es jedes Mal und es geht immer nach hinten und trotzdem bleibe ich neugierig. Ja, rein ins Asteroidenfeld. Oh, und ein Gegner, durch den wir uns erstmal durchknabbern müssen. Was mache ich als erstes? Okay, Basic Laser und einfach mit drauf gefeuert. Sobald ich durch bin, schicken wir unsere beiden Mantis-Freunde dahin. Los, los, los. Einfach fix durchballern. Autsch. Sofort angefangen zu brennen, höre ich doch. Und, ja klar, der musste uns noch treffen. Da sind wir durch und da ist mein Tag-Team. Ein Engie, ein Rock. Dauert ein bisschen. Pike-Beam. Komm, verschleudert ihn an meinem Schild. Sehr gut. Da muss ich hier gar nicht mehr weiter feuern. Sollte ich noch irgendwo Schaden machen? Nee, kriegen wir auch so hin. Müssen wir nicht. Der Engie geht in die Knie. Und Sralos hat so ein bisschen zu knabbern an dem Rock, aber sie kriegen ihn. 20 Scrap abgegriffen. Trollo, sonst geht's euch gut. Wir haben schon zu viel Schaden genommen, so früh im ersten Sektor. Na, sonst wird's ja nicht spannend bleiben. Rumsbums. Oh, was hatten wir hier? Klar, wir haben hier jetzt unsere Long-Range-Scanners. Da sehen wir, was uns erwartet. Mantis, Laser, Raketen. Gut, aber sonst nichts. Na dann, zeig mir, was ihr könnt. Wie viele sind's denn? Bomben auf die Waffen, einfach nur, falls der Kampf länger dauert, werde ich diese hässlichen Raketen los. Klar, die treffen jedes Mal. Ja, der Kampf wäre überstanden. Na, das ging mal fix. Bevor die erste Bombe geflogen ist. Wow. Na, wie sieht's aus mit euren Talenten?
gleich mal gucken. Leguan auf 50%, naja, Sralos auf einem Drittel. Und wir kriegen einen Engi dazu. Hallo, Vincent. Ran an die Schilde mit dir. Und alles auf Ausgangsposition. Gerade noch so vor den Rebellen weggekommen. Giant Alien Spiders. Nopity, nopity, nope. Und ein Shop. Na, dann reparieren wir uns doch mal. Was gibt's sonst noch? Cloaking, ja klar, hört sich alles wunderschön an. Mantis-Pheromone, bla, weg damit. Long-Range-Scanners kann ich ja eigentlich auch nicht leiden. Heavy Laser, Iron Blast, der 8 Sekunden. Was mache ich denn damit? Der Heavy Laser. Wir könnten uns jetzt halt unseren zweiten Schildpunkt holen. Nee, da komme ich lieber später mit besseren Waffen. Wir machen das mal so. Ich repariere mich nur ein kleines Stück. Da haben wir die 90 Scrap zusammen. Ups, nochmal reingesprungen. Ja, geht schon. Herr mit dem zweiten Schildpunkt macht uns wesentlich wehrhafter. Jetzt haben wir auch jemanden an den Schilden. Und natürlich gleich mal Energie rein. Kriegen wir da oben noch ein paar? Daher ein Kampf. Klar, wir sind Mantis. Wir geben keinem Kampf aus dem Weg. Außer denen, die wir nicht... Intervene to defend the outpost. Na klar, machen wir das. Gut, rüberspringen ist eine krasse Schnapsidee. Also gehen wir einfach mal mit unserem Basic Laser voran. Oh, der kann uns gar nichts tun, sehe ich gerade. Mit der Ionenwaffe lockt er einen Schuss, einen Schildpunkt. Ja, wir müssen natürlich treffen. Ist ein bisschen Training. Sollte ich da mal kurz jemanden hinstellen, damit es einfacher wird, damit wir schneller schießen? Kann man machen. Sralos, hinter. Genau, wird gleich fixer. Bom, ein Treffer. Das war's. Das war's für euch. Oh, ich bin so wahnsinnig schlecht im Dialekte nachmachen. Hat sich nämlich in meinem Kopf gerade angehört wie Österreichisch und es ist, ich bin mir sicher, es ist meilenweit davon entfernt. Ich höre gerade einen Podcast, wo sie andauernd mit Österreichisch kommen und die können das denn so gut. Rip, Lama-Kampf, los, baller ihn halt einfach weg. Genau, noch einen drauf. Nach und nach. Wenn ich einfach rüberspringen könnte, könnten die ordentlich in Stücke hacken. Das wundert, obwohl, ich wollte gerade sagen, wundert mich eigentlich, dass sie kein Schiff auf Spielerseite reingebaut haben, was keine Rekruten hat. Aber wahrscheinlich wäre es einfach zu schwer. Zu schwer, zu einfach, keine Ahnung. Aber es wäre wahrscheinlich nicht spielbar. Wenn man nichts hat zum Hin- und Herschicken, ist halt wirklich nur Verwalten der Energie. Wahrscheinlich ist es langweilig. Aber die Idee kam mir gerade so. Weiter geht's. Na, nochmal dasselbe Spielchen und diesmal versuchen sie abzuhauen. Ich kann halt echt nichts anderes machen. Mit der Small Bomb geht's halt bisschen schneller. Aber kann halt auch daneben gehen. Na, probieren wir es einfach. Sie wollen abhauen, also muss ich erstmal aufs Cockpit. Komm, zeig mir, was du kannst. Weich der Rakete aus. Dann ist alles andere relativ. Und yeah, mit Ansage. Die Bombe landet. Sehr schön. Zerstört das Cockpit komplett. Dann hoffe ich einfach mal, dass diese Rakete auch vorbeigeht, aber nein. Ah, dafür kein Feuer. Ist okay, lässt sich verkraften. Na, Rakete Nummer 2 trifft die Schilde, die sind mir jetzt sowieso egal. Außerdem haben wir Engis da. Yes, da sind die Waffen weg. Dann einfach mal kurz vorgespult. Blub. Mach ich aber nicht. Wie lange der Mantis da braucht, das ist Wahnsinn. Und noch 2 Schüsse hinten dran.
Einmal ihn hier. Bom. Und noch einmal. War nämlich gerade wie am FTL-Chargen. Komm, schaffen wir das, bevor die Rakete fertig ist? Ja, sollten wir. Wenn du nicht, ja, daneben gehst, wollte ich sagen. Gut. Wir mausern uns. Langsam, aber sicher. Jetzt hole ich mir erstmal einen weiteren Triebwerkspunkt und das nächste 60 Scrap sammeln. Oh, schaffen wir es? Ja, wir schaffen es noch zum Exit Beacon. Ich habe heute nicht auf die Uhr geachtet. Pledge to do what you can. Ja, für was auch immer. Erstmal springen wir raus hier. Und im Fall des Falles... Oh, wow, 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 wow. Mercenary. Es bringt uns nichts. Was habt ihr denn? Du hast einen Fire... Ist ein Firebeam, oder? Und eine Ionenwaffe. Ich glaube, du kannst nichts an mir ausrichten. Ich glaube, ja, keine Krankenstation, schöner Gegner. Da kommen wir durch. Dauert zwar ein bisschen, aber das nehme ich jetzt auch noch mit. Langsam durchgenagt. Oh Gott, dauert das lange. Daneben, haha. Ah, wir brauchen mehr Feuerkraft. Stellt euch vor, da kommt jetzt so ein Sultan-Sektor, in den ich springen muss. Dann sind wir geliefert. Dann müssen wir nur auf die falsche Kombination an Waffen, auf die falsche Kombination treffen und wir sind Geschichte. Ah, so klappt schon. Jetzt sind wir durch. Ich lasse Stralos schon mal vorlaufen. Ja, an der Stelle schießt er natürlich daneben. Nee. Auf mit dem Locken. Da ist er. Danke dir. Und mitten rein. Na, wie viele haben wir? Einen Mantis und einen Menschen. Das ist alles, was ihr habt. Kann ich mir die Energie für den Basic Laser sparen? Euch nehmen wir auch so auseinander. Ja, sie lernen. Wow, knapp. Oh, da steht noch einer. Na, das ist ja mal interessant. Wo springst du hin, Engi? Dahin. Ich hüpf mal kurz und der kommt mir hinterher, der Arsch. Naja, dann muss ich mich mit dem anlegen. Leguan, du hast nur noch 12 Lebenspunkte. Guck mal kurz weg. Ich muss mal eine hässliche Aktion starten. Nämlich dieses Hin- und Her-Gejumpe hier. Ups. Das war fast zu lange. Da hätten wir die Triebwerke zerhackt, weil der Engi zu lange braucht. Oh, das war noch ein Treffer. Nee, jetzt sehe ich dich raus. Dann müsst ihr euch halt ganz kurz mal regenerieren. Ist zwar lahm. Hier, schnell hin. Laden, 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 laden. Derweil trainiert Vincent an den Schilden, weil er die ganze Zeit versucht, irgendwie den Ionenschüssen auszuweichen. Teleporter ist wieder am Start. Hier, Angie, das hast du dir anders vorgestellt, wa? Und zerfetzt! Und mit der Aktion würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Fresh Kappa ist raus. Ciao, Leute!